zwei Pakete bekommen, eins von Amazon, eins von Shape You. Oh, meine Teekanne. Da wollte ich mir letztens, habe ich mir einen Tee gemacht, wollte die hochheben, der Henkel ist abgefallen und der Tee ist hier rausgelaufen. Das habt ihr auf Snapchat gesehen oder haben einige gesehen. Weil das Erste natürlich, wenn irgendein YouTuber oder Snapchatter oder Instagrammer irgendwas passiert ist, das Handy wird rausgeholt. Egal ob einer stirbt oder so, Handy rausholen, festhalten. So, hier, Shape You Paket. Schauen wir mal. Oh, sieht nach Klamotten aus. Supplements sind es nicht, auch wenn Shape You Supplements verkauft. Den Link findet ihr in der Videobeschreibung. Sowohl für die Klamotten als auch für die Supplements habe ich momentan keinen Supplement-Sponsor. Das wird ein Pulli sein, werdet ihr in den nächsten Videos sehen. Hier haben wir dann nochmal T-Shirts, 1, 2, hier haben wir auch nochmal irgendwie ein Oberteil. Muss ich mal alles ausprobieren. Seht ihr alles in den kommenden Videos. Team Shape You T-Shirt in Weiß, das neue. Und dieses hier mit dem neuen Logo. Und drei Shaker. Shaker sind immer gut. Ich habe zwar schon 72 Stück, aber können nicht schaden.
ich bin zwar schon ein bisschen braun, aber ich habe mir überlegt, jetzt noch einen Termin machen beim Spray-Tanning, dass ich noch ein bisschen Farbe drauf kriege für die Fibo. Es sieht dann immer ein bisschen besser aus. Aber ich finde meine Form ganz gut. Ich dachte, ich schaffe das nicht. Aber ich habe wirklich noch, guck mal, heute ist, was haben wir heute? Heute haben wir Samstag. Heute haben wir Samstag. Eine Woche bis zum Fibo-Samstag. Ich denke, da kriege ich eine sehr, sehr gute Form hin, ja. Also in einer Woche noch, ja. So fünf Tage noch hohes Defizit und dann nochmal richtig ordentlich laden. Ich denke schon, dass ich da einiges noch verbessern kann. Aber ich bin schon recht zufrieden, ja. Also so Armbereich, Schulterbereich, Rückenbereich finde ich gut. Bauch noch nicht ganz und Beine sind bei mir am schwersten zu definieren, das auch noch nicht ganz. Aber wie gesagt, zufrieden. Ich meine, machen wir uns nichts vor. Ich kann da eh nicht mithalten, ja, bei ShapeU. Aber ich nehme das mit Humor und ich freue mich einfach riesig, da zu stehen. Also komm vorbei. ShapeU stand von Donnerstag bis Sonntag jeden Tag 8 Stunden auf der Fibo. Und ich freue mich mega, euch zu sehen. Weil die Fibo letztes Jahr war schon geil. Guck mal, vor 2 Jahren war ich da als Fachbesucher, als Privatbesucher, so gestaunt, meine erste Fibo. Dann habe ich mir gesagt, ey, ich will da oben auch stehen. Da steht Jeff Seid, da steht Alun Gabay. Wieso stehe ich hier unten? Ich will da oben stehen. Was ist, letztes Jahr stand ich da oben. Und was ist, dieses Jahr stehe ich da oben mit den weltbesten Athleten. Das will man mehr. Träume werden wahr, man kann alles erreichen. Ihr kennt ja meine Laberei, beziehungsweise einige empfinden das als Laberei, aber es ist nur mal Tatsache. So, jetzt brauche ich irgendwas zu essen. Ich hatte ja im letzten Video euch eine Frage gestellt, vor allem an die Veganer. Die Frage könnt ihr euch dann nochmal im letzten Video anschauen, ich muss sie nicht wiederholen. Es ging halt grob darum, wie ich auf mein Eiweiß komme, halt vegan. Und haben einige geschrieben, einige Antworten waren richtig geil, also vielen Dank dafür. Also auch was Neues für mich, was ich gelernt habe. Und einige haben geschrieben, guckt doch einfach das Video von Michael Schindelzoff. Ich hoffe, ich spreche den Namen richtig aus. Und da bin ich raufgegangen, habe ich mir das Video angeschaut, Teil 1, okay. Habe ich Teil 2 geschaut? Okay. Habe ich Teil 3 geschaut? Okay. Und jetzt denke ich komplett anders. Ja. Also, Michael, richtig geile Videos. Also, die besten Fleischaufklärungsvideos, die ich je gesehen habe. Jetzt nicht auf der ethischen, tierischen Ebene, also was die Tiere angeht, sondern was die Menschen angeht, wie das Fleisch auf den Menschen wirkt und ob man wirklich so viel Eiweiß braucht. Und ich werde Teil 1 hier verlinken. Und ich werde alle 3 Teile in den Kommentaren verlinken. Und schaut euch das an, das ist 1 Stunde, aber es lohnt sich, weil es wird euch komplett zum Umdenken anregen. Ich esse jetzt das, was ich vorher nicht essen würde. Himbeeren, also vorher schon essen würde, aber jetzt nicht in der Diät. Himbeeren 100 Gramm, Dinkelflocken 100 Gramm, darunter sind noch Kokosraspeln 10 Gramm und das Ganze mit Mandelmilch. Ja, und das ist natürlich hat natürlich viele Kohlenhydrate, wenig Proteine. Ich werde trotzdem, wie gesagt, meine Ernährung jetzt nicht direkt so umstellen, weil sonst könnte ich für die Fibo noch einiges, also sonst ist mein Körper einfach überfordert, auch wenn es gesünder ist. Aber in erster Linie ist es ja eine Veränderung, die ich nicht kontrollieren kann. Das heißt, ich werde wohl noch Fleisch essen und auch noch Milchprodukte essen und Eier essen bis zu Fibo. Und auch meinen Eiweißbedarf relativ hoch halten, aber danach möchte ich meine Ernährung halt einfach umändern und eher auf natürliche Lebensmittel zurückgreifen, Proteinkonsum runterschrauben, aber dafür bessere Proteine zu mir nehmen. Meine letzte Mahlzeit für heute sieht so aus, Rührei aus 6 Eiweiß und 2 Eigelb, Gemüse, Ketchup, Light Ketchup drüber, dann Obst, also ich habe hier Erdbeeren, Banane, Kiwi, Apfel. Mit Dinkel-Crunchies, diese hier, und Mandelmilch. Und ich habe doch noch vorher einen Protein-Shake getrunken. Ich komme dann alles in allem vielleicht auf 100 Gramm Protein heute, also verhältnismäßig echt wenig. Das werde ich jetzt mal so versuchen, ja, ob ich Gains verliere oder nicht. Trotzdem habe ich halt Eier drin gehabt und ich habe einen Protein-Shake drin gehabt, was man bei der
vegane Ernährung natürlich nicht machen würde, aber ich habe da immer noch so ein bisschen Schiss. Also sonst hätte ich wirklich 60 Gramm Protein oder so. Ja, okay, oder sogar noch weniger. Da habe ich so ein bisschen Schiss, dass mein Körper, wie gesagt, die Umstellung so kurz vor der FIBO irgendwie nicht so richtig wahrnimmt. Ich sehe, gerade hier sind noch Weintrauben. Das heißt, die werde ich auch noch reinpacken, hier in den Obstteller. Das war's dann für heute. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.